The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Voice of Medicine. Am Mikrofon Dr. Adel Abdellatif. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, fast kein Gebiet wird so kontrovers diskutiert wie die plastisch-ästhetische Chirurgie. Wie sehen die Trends aus? Was hat Medizin mit Schönheit zu tun? Was können wir von PR-Aktionen der plastischen Chirurgen lernen? Und vor allem, wie sieht die Nachwuchsförderung aus? Ich freue mich, heute einen der führenden plastisch-ästhetischen Chirurgen der Schweiz begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und CEO des Prevention Centers Zürich und Zug. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Christian Köhler. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Vielleicht ganz am Anfang, Herr Kollege Köhler. Sind Sie gerne plastischer Chirurge? Gut, ich muss dazu sagen, ich bin kein plastischer Chirurg von der Ausbildung her, bin aber nun seit vielen Jahren in der Ästhetik, also mehr als 10 Jahre schon. Und ich mache das mit Leib und Seele. Und wenn mich jemand fragt, das ist eigentlich ist mein Beruf, mein Hobby. Das ist ja was ganz Schönes. Es sind wenige Mediziner, die das heutzutage von sich behaupten würde. Was macht für Sie denn ganz persönlich den Reiz der, sagen wir mal, der ästhetischen Chirurgie aus? Wir haben natürlich viel mit Körperveränderung, mit Steigerung des Selbstbewusstseins zu tun. Und das sind natürlich Dinge, die geben auch ein sehr spezielles Feedback. Auch wenn es schief geht, dann ist das Feedback natürlich viel intensiver. Und wir sind Dienstleister in dem Bereich und keine klassischen Ärzte, sage ich mal, die eine Krankheit therapieren, ja, sondern wir behandeln überwiegend gesunde Kunden und auch keine Patienten. Und das macht schon sehr speziell. Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, der immer ein bisschen wieder ausgeblendet wird. Sie therapieren keine kranken Patienten. Heißt es auch, dass Sie bei der Patientenselektion ganz gezielt vorgehen, um vielleicht ja, Krankheiten rauszunehmen, die eher ja, psychologischer Ursprung sind? Ja, man muss natürlich viel mehr sondieren im Vorfeld. Man muss mehr aufklären. Das fordert heute auch das Gesetz. Eben weil es gesunde Menschen sind. Wir gucken viel mehr, sind die Narkose fähig und stimmt die Intention dahinter. Da muss man schon zweimal nachfragen. Wenn jemand mit einem Blinddarm kommt, da ist die Sache relativ klar. Auch da klärt man auf, aber wir haben eine ganz andere Ausgangssituation. Und in der Ästhetik muss ich natürlich auch das Umfeld hinterfragen, die privaten Gründe, die Beweggründe und auch sagen, was kann hinterher nicht kommen. Ja, das ist ganz wichtig. Also, dass ich das richtig verstanden habe, Sie sagen auch zu Patienten, nein, ich operiere Sie nicht. Genau, das macht heute etwa 10% aus der Kunden, die kommen. Und denen sage ich dann, es ist noch nicht die richtige Zeit. Oder es ist einfach gar nicht geeignet, so einen Eingriff durchzuführen. Ich mag mich erinnern, wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, ist die plastische oder die ästhetische Chirurgie zumindest ziemlich hip gewesen. Ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen nachgelassen. Was braucht es denn heute für ein Profil eines jungen Mediziners, der sich für die ästhetische Chirurgie eignen würde? Was denken Sie? Also ich kenne das genauso, ich habe auch diese Erfahrung gemacht und ich habe 4,5 Jahre an der Universität Zürich im Unispital in der plastischen Chirurgie gearbeitet und es sind ja verschiedene Bestandteile. Wir haben Handchirurgie, Verbrennungschirurgie und die sogenannte rekonstruktive Chirurgie und das habe ich alles absolviert. Die Ästhetik kommt immer noch sehr zu kurz, das war früher schon so, ist heute auch immer noch sehr knapp und die ästhetische Chirurgie habe ich eigentlich im Nachhinein gelernt und das muss man sich bewusst machen vorher. Ja, das ist, wenn wir heute schauen, viele haben auch das Gefühl, das ist ein Job, wo ich sehr viel Geld verdiene. Das mache ich heute in anderen Fachbereichen. Also die Ästhetik ist in den Top 10, aber nicht unter den Top 5. Ja? Und dann braucht es natürlich auch ein gutes Gefühl, um mit Menschen umzugehen, das zu handeln, zu erkennen, wie sieht ein schöner Körper aus. Und natürlich auch sehr, sehr viel technisches Know-how. Was ganz interessant ist, ich habe in meinem Bekanntenkreis relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die aus der Ästhetik kommen. Und fast alle haben ihre Ausbildung oder einen großen Teil der ästhetisch-chirurgischen Ausbildung im Ausland absolviert. Auch aus den gleichen Gründen, die Sie sagen, nämlich, dass die ästhetische Chirurgie zumindest in der Schweiz noch ein bisschen in Kinderschuhen steckt. Woran liegt das? Ja, wir haben heute leider kein richtiges Ausbildungskurriculum. Wenn ich das vergleiche mit einem Kollegen, der bei uns in der Praxis jetzt ist, der hat
11 Jahre in Beverly Hills, in Los Angeles hat er gearbeitet und der hatte 6 Jahre ganz konzentriert alle Stufen abgearbeitet und auch operiert. Ich habe das selber nie so erlebt. Das hing immer so ein bisschen vom Gutwill des Chefs ab. Deshalb bin ich auch irgendwann gegangen und ich habe einen Mentor in Miami gefunden, der mir dann wirklich die Tipps und Tricks gezeigt hat, weil er einfach schon 20 Jahre weiter war. Und ich denke, man muss für die Ästhetik auch ins Ausland gehen heute, um das zu lernen. Das mache ich heute ja immer noch. Ich gehe heute immer noch viel hospitieren, nicht im Land, sondern außerhalb. Warum ist das denn so? Also das ist doch ganz interessant, dass scheinbar, ich sage jetzt mal, Schönheitstrends in Anführungszeichen im Ausland zumindest viel mehr Akzeptanz in der Medizin finden als hier in der Schweiz. Warum ist es so? Ja, sie ist natürlich sehr klischeebeladen. Ne? Das ist der Schönheitschirurg und das Lustige ist immer, der Schönheitschirurg darf auch das teure Auto fahren, damit er zeigt, dass er erfolgreich ist, während alle anderen Kollegen eher bescheiden sein sollten. Das finde ich immer ganz spaßig. Ja? Wenn ich nennen wir keine Marken, aber wenn ich mit dem Kleinwagen vorfahre, dann sagen, ja gut, da läuft es jetzt nicht so toll bei dem in der Praxis. Das ist interessant, oder? Okay. Und das sind so Sachen, die ich auch erlebt habe und Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben natürlich ein anderes Bewusstsein in Europa und vor allem auch in der Schweiz, aber hier wird natürlich trotzdem viel gemacht. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Die Szene ist ja ziemlich angewachsen auch. Man muss schon sagen, gerade die Ästhetik hat ja fast schon eine Renaissance erlebt in den letzten 4, 5 Jahren. Aber vielleicht noch, um noch mal ein bisschen auf die Nachwuchsförderung zu kommen, das ist immer ganz wichtig. Was würden Sie denn einem jungen Kollegen heute raten, der zu Ihnen kommt und sagt, ey, erzähl mal, ich würde gerne ästhetischer Chirurge werden, was muss ich tun? Was würden Sie ihm raten? Als erstes würde ich ihm sagen, überleg dir das nochmal und wechsel die Fachrichtung. Okay. Und dann frage ich natürlich nach, was ist die Intention? Was möchte ich hinterher? Möchte ich wirklich eine Mischung haben zwischen Medizin und Wirtschaft? Und wenn das alles stimmt, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, dann würde ich natürlich sagen, früh schon den Kontakt suchen, hospitieren gehen, wirklich ein Netzwerk aufzubauen. In der Ästhetik natürlich braucht es diese Ausbildung zum plastischen Chirurgen, um einfach die Grundkenntnisse zu haben. Aber man kann während des Studiums dann auch schon das forcieren. Ich habe selber auch eine Studentin, die bei mir schauen kommt, weil sie sagt, das interessiert mich. Und wir machen einen guten Mix, also dass man Techniken zeigt, aber auch viel Theorie mit vermittelt. Und das kann man während des Studiums machen, ich glaube, damit man diesen Vorsprung ein bisschen aufbauen kann. Ja? Das ist aber sehr innovativ, weil ich weiß es, also zumindest aus meiner vergangenen Zeit, ist auch schon 20 Jahre her, gerade Kolleginnen und Kollegen, die sich interessiert haben für die ästhetische Chirurgie, wurden die auch in den Praxen gar nicht angenommen. Also man hat ihnen in den Praxen nicht gezeigt, wie es geht, oder man hat sie nicht schnuppern lassen. Ist das eine Konkurrenzangst, die sie scheinbar nicht haben, oder? Es ist ganz klar eine Konkurrenzangst und ich habe das selber auch viel erlebt. Es gibt ein paar sehr bekannte Chirurgen in der Schweiz und ich habe zu allen ein sehr gutes Verhältnis so gehabt, habe auch die immer kontaktiert, kann ich nicht mal bei dir zugucken, kannst du mir nicht mal deinen Facelift zeigen? Und die haben alle immer gesagt, naja, das brauchst du nicht, das muss nicht sein. Und 50% haben gar nicht dann geantwortet darauf. Und das ist eigentlich tragisch. In Amerika ist das anders. Und ich gehe halt gern nach Amerika. Ich war in Tokio, ich war in Seoul, in Südkorea, weil da ist diese Berührungsangst nicht da. Es ist nicht gerade der Nachbar, der dann ein Geschäft dort eröffnet. Und ich glaube, das hilft dann, da wirklich was zu sehen. Oder Südafrika war auch sehr spannend. Das lohnt sich dann schon weiter wegzugehen oder vielleicht ein Auslandssemester zu machen, wenn jemand in der Ausbildung ist. Wir sehen es lockerer. Mein Kollege eben, der aus den USA, der war entsetzt, der hat im Spital operiert und dann hat er gesehen, wie die anderen die Jalousien zugezogen haben, damit da keiner reinguckt. Ja. Okay, also richtig extreme Konkurrenzangst. Ich möchte noch gerne ein bisschen über die Trends sprechen, weil Trends in der Medizin immer super interessant sind. Sie haben ja gesagt, Sie haben im Ausland viel gearbeitet, also zum Beispiel jetzt asiatische Länder, Amerika, Europa natürlich auch. Gibt es da in Bezug zu Schönheit kulturelle Unterschiede? Also was schaut man in Asien, wenn man das so sagen kann, als schön an, was bei uns vielleicht nicht so cool ist und umgekehrt? Also es gibt definitiv Unterschiede. Ich sage immer, Südamerika ist ein ganz wichtiger Faktor, Nordamerika. Die Asiaten haben gewisse Vorstellungen, die wollen
oder wir wollen heute eigentlich immer noch dieses europäische Gesicht haben. Das heißt, von rund zu einer ovalen Form wechseln. In Amerika, wir kennen das alle, und in Südamerika auch, eben dieser überdimensionierte Po, was ich ganz furchtbar finde, was ich jetzt in Miami auch sehr präsent gesehen habe und wirklich grausam finde. Und da bin ich immer froh, dass dieser Trend in Europa sich nicht durchsetzt. Das ist natürlich wichtig. Wir haben unterschiedliche Kunden heute. Wir sind internationaler. Und das muss man respektieren. Und zum Beispiel russische Kunden sehen die Behandlung als Prestigeobjekt. Das ist wie ein neues Auto kaufen, was man dann zeigt und dann auch Wert darauf legt. Und wenn ich dann zu natürlich bleibe, dann ist die Behandlung für den Kunden eigentlich misslungen. Das also man muss es sehen, oder? Man muss quasi wie das neue Auto zur Schau stellen. Man muss schon sehen, da ist was gemacht worden. Genau, sie ist ein Luxusobjekt wie eine neue Handtasche oder Uhr. Und das muss man erstmal verinnerlichen und dann auch wirklich umdenken und die Kunden auch fragen. Asiatische Kunden frage ich zum Beispiel immer, wenn die für die Augen kommen, sollen wir es europäisch machen oder asiatisch? Weil das sind zwei grundverschiedene Techniken. Was mich sehr interessieren würde, ist jetzt auch die Stellung des Mannes. Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten 7 bis 10 Jahren ein Mann, der zum ästhetischen Chirurgen geht, salonfähiger geworden ist. Ist dem so? Das ist so. Wenn ich natürlich die Prozentzahlen anschaue, dann haben wir immer mehr Frauen und auch mehr Männer. Das heißt, wir haben bei uns etwa 15% Männeranteil und das entwickelt sich auch nicht groß weiter. Aber ich komme selber aus der Praxis gerade und wir haben eine neue Maschine. Das ist elektromagnetisch, Weltneuheit. Und das habe ich jetzt gerade ausprobiert, wie es ist. Und habe festgestellt, dass ich selber doch sehr zimperlich bin. Aber ich glaube, das ist heute wichtig. Die Männer kommen auch durch solche Techniken, ja, nicht gleich durch die Operation, erstmal in die Praxis, verlieren die Angst und werden dadurch auch eben zu Kunden. Operationen machen wir bei den Männern ein paar andere Sachen als bei den Damen. Aber das nimmt sicher zu. Gründe dafür habe ich die Tage noch eine Diskussion gehabt. Eben ist natürlich der Druck im Berufsleben, es ist das Sozialleben. Und wenn ich sehe, meine Partnerin, die Unternehmen, die macht Sport, die ernährt sich gesund und hilft vielleicht hier und danach, kleine Problemzonen zu beseitigen, das wollen die Männer auch. Das gibt natürlich auch so, ja, eigentlich schon ein bisschen Druck oder vielleicht auch das Gefühl, irgendwie, da muss ich mithalten. Ne? Ich habe vor vielen Jahren mal ein Interview gesehen, ich weiß nicht mehr, von wem das es war. Der hat gesagt, es war ein plastischer Chirurge, der hat gesagt, die meisten Männer, die zum ästhetischen Chirurgen, plastisch-ästhetischen Chirurgen gehen, sind Männer, die schon attraktiv sind oder waren. Die Hässlichen lassen das eher sein. Ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, ja. Ist das so? Können Leute oder können Männer, die mit Ästhetik eine lange Zeit ihres Lebens verbracht haben, weniger stark loslassen als diejenigen, die, ja, für die das vielleicht untergeordnet ist, die charakterlich dafür überzeugen? Also das Aussehen ist ja nicht alles im Leben, das muss man natürlich auch sagen. Aber natürlich sind Menschen, die eine deutlichere Körperwahrnehmung haben und da auf gewisse Dinge achten, die haben natürlich schneller diese Schwelle überwunden, da auch ein bisschen nachzuhelfen. Man muss ganz klar sagen, homosexuelle Männer zum Beispiel seit vielen Jahren machen durchaus, haben eine ganz andere Körperwahrnehmung, das fällt sicher auf. Aber um das zu sagen, eben die Hässlichen in Anführungszeichen, die können heute eine sehr gute Verwandlung eigentlich vornehmen. Und das habe ich auch, solche Männer, die kommen dann, die beraten eigentlich umfassend und die haben eine ganz unwahrscheinliche Veränderung innerhalb von wenigen Monaten. Okay, also man sieht da schon, dass die Schwelle ja runtergeht. Genau. Meine Frage oder was ja immer ein bisschen kritisiert wird, ist, dass ästhetische Chirurgie eine Luxusmedizin ist. Also der oder diejenige, die es bezahlen kann, kann schöner werden und die anderen nicht. Ist es ein Prinzip, das Sie auch unterstützen? Ja, es ist natürlich ein, wenn man das mal kritisch beobachtet, haben wir natürlich im Ausland heute viele Möglichkeiten. Und ich bin, glaube ich, der Erste, der da aktiv gegen vorgeht, indem wir natürlich eine andere Preispolitik fahren. Wir versuchen zu verhindern, dass die Kunden ins Ausland gehen müssen. Wir wollen nicht mehr, dass es ein Luxusobjekt ist. Es gibt natürlich einzelne Kollegen, die sehr etabliert sind und natürlich im Hochpreissegment arbeiten. Aber wenn wir in die USA schauen, dort hat natürlich auch die Konkurrenz
Differenzierung dazu beigetragen, dass die Sachen einfach bezahlbarer werden. Und ich habe heute zum Beispiel, wir machen eine Brustvergrößerung für 5.000 Franken, aber mit Top-Qualität. Und da ist es so, dass wir dann wirklich Kunden abhalten, ins Ausland zu gehen. Das sind nicht Kunden, die das sonst auch überall für 15.000 machen würden, sondern die gehen halt nicht mehr ins Ausland. Und ich finde es schön, dass man allen irgendwo eine gleiche Chance bieten kann. Das war ja sehr, sehr innovativ, was Sie gemacht haben. Wurde auch häufig kritisiert in der Vergangenheit. Die Brustvergrößerung für 5.000 Franken, myboobs.ch hieß es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht für Sie, haben Sie gemerkt, dass das angekommen ist? Hat sich das bewährt, dieses System? Also ich habe gar nicht gemerkt, dass das kritisiert wurde. Okay, ich weiß einfach von hochpreisigeren Kolleginnen und Kollegen, hat man das natürlich wahrscheinlich aus der Konkurrenzangst eher ja kontrovers angeguckt. Also was nichts kostet, ist nichts wert. So, das wurde so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand propagiert, was ja bei Ihnen nicht der Fall ist. Was mich interessieren würde, haben Sie geschäftlich gesehen, haben Sie eine Veränderung gemerkt? Also sind eher mehr Frauen zu Ihnen gekommen, die gesagt haben, hey, ich will es gerne machen, das ist für mich erschwinglich? Es gibt sogar eine ganz massive Veränderung und ich glaube, das hängt auch zusammen, ob ich das nur medizinisch betrachte. Ich habe eine wirtschaftliche Ausbildung und ich hinterfrage die Sachen schon kritischer. Und wir haben mit diesem Angebot, das sehr gut durchkalkuliert ist, für viele Kundinnen eine Option geschaffen, eben das im Inland zu machen. Wir haben auch Kunden, die aus dem Ausland mehr kommen, zum Beispiel aus dem süddeutschen Raum. Und ich finde das so herrlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so viele Dankeskarten bekommen. Ich bekomme Blumen geschickt. Und eben das sind Kunden, die sagen, das ist ein Traum für mich gewesen, ich konnte mir das nicht leisten. Und natürlich haben wir nicht einen perfekten Service. Ja? Wir haben kein Drei-Sterne-Menü hinterher, aber wir haben eine sehr gute medizinische Versorgung, wir haben Top-Implantate, die Anästhesie ist hervorragend und es ist alles dabei. Das ist immer so ein Grund, den ich gehört habe früher. Und natürlich erschrecken die Kollegen dann, aber es hat mich bis heute keiner angerufen und mal gefragt, irgendwie können wir das nicht zusammen machen oder warum können wir da nicht mal drüber reden. Das finde ich ein bisschen schade, spricht auch nicht gerade für Kollegialität. Also letztendlich ist es doch auch ein harter Kampf. Was mich noch interessieren würde, ist das Thema der Digitalisierung. Wir sind da relativ stark dran, in The Voice of Medicine über dieses Thema zu berichten, weil wir einfach überzeugt davon sind, dass die Digitalisierung in der Medizin Einhalt gewährt. Spüren Sie die Digitalisierung? Es kommt sicher viel mehr zum Tragen heute, spezielle Instagram auf der einen Seite, auf der Kundenseite sind die Social-Media-Kanäle und so weiter. Wir können heute alles simulieren, ganz einfach, irgendwie am Telefon. Jeder kann sich da quasi seinen Wunschkörper projizieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich technisch immer mehr Fortschritte. Eben das, was ich heute getestet habe, ist eine große Innovation. Wir haben eine Digitalisierung in der Praxis. Wir können besser simulieren und schon vorausplanen. Ich überzeuge mich von den Sachen immer selbst und möchte auch überzeugt sein, dass es fehlerfrei funktioniert. Und bei den Kunden ist es so, dass ich natürlich diese Digitalisierung ein bisschen ausbremse. Also ich halte auch nicht viel von Vorher-Nachher-Bildern. Das kann ich ja heute millionenfach abrufen. Aber das sind immer andere Menschen. Und da muss man dann eben auch diesen Einhalt gebieten. Das ist vollkommen richtig. Warum komme ich auf dieses Thema zu sprechen? Ich habe einen amerikanischen Tierarzt kennengelernt in einem Flugzeug nach Berlin. Und der hat mir erzählt, dass er heute 70% seiner Umsätze über seine Website macht. Also nicht mehr die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda, sondern Leute googeln und kommen auf ihn zu. Der hat ein System entwickelt, wie Hunde abnehmen können, also ziemlich innovativ. Und er hat mir gesagt, dass 70%, dass die Website ist sehr entscheidend. Jetzt habe ich aber ihn geguckt und wenn man guckt, habe ich das Gefühl, die ist sehr strukturiert, sehr klar, mit einer klaren Strategie drin. Haben Sie heute mehr Kontaktanfragen über die Website als zum Beispiel per Telefon? Lustigerweise nicht. Wir haben das meiste läuft bei uns noch über das Telefon heute. Und die Webseite ist natürlich heute ganz wichtig, weil viele informieren sich dort. Vielleicht ein Drittel macht dann den Kontakt via E-Mail. Ein zwei Drittel schauen sich das an und rufen dann in der Praxis an, weil die haben dann manchmal vielleicht noch so Restfragen, die zu beantworten sind. Aber die Internetpräsenz ist natürlich heute ganz wichtig. Man weiß das, man kennt das aus Deutschland, aus Studien. Wer die beste Webseite hat, macht auch mehr Umsatz dann. Das ist schon interessant, obwohl er vielleicht nicht unbedingt der Beste fachlich sein muss.
Das ist schon wichtig, denke ich, dass man gerade die Websites, da gibt es ganz katastrophale Beispiele von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachdisziplinen, so wie ich zumindest finde. Die Website hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Ich möchte noch gerne auf das Thema PR und Marketing zu sprechen kommen, weil das in der Medizin ein ungeliebtes Kind ist. In der Schweiz, zumindest in der Schweiz, ist es ja offiziell verboten, in Anführungs- und Schlusszeichen, also nicht per Bundesgerichtsentscheid, aber es ist nicht gern gesehen, dass ein Arzt wirbt. Wenn man in die USA fährt, dann sieht man auf der Autobahn große Schilder. Hier kann man sich prostatektomieren lassen, hier kann man Brust vergrößern, hier kann man Melanome operieren lassen, was auch immer. Was halten Sie davon, dass Werbung in einem Geschäftszweig grundsätzlich verboten ist in der Medizin? Also es braucht sicher gewisse Regeln. Ich mache das seit vielen Jahren nun mit, dass ich immer wieder mit Anzeigen zu tun habe von Kollegen gegen unsere Werbung, wobei wir, glaube ich, eigentlich immer sehr, sehr kompetent werben und auch die Social-Media-Kanäle heute und so weiter. Ich finde, Werbung sollte schon ein bisschen reglementiert sein, aber wir müssen auch mit dem Zeitgeist gehen. Ja, wir können heute nicht mehr uns auf ein Gesetz von vor 40 Jahren berufen. Und das ist eben das Problem. Es ist, die Werbung wird unterschiedlich eingestuft. Und wenn ich manchmal durch die Stadt gehe, was ich da sehe, letztendlich ist es heute so, wenn wir keinen Kläger haben, gibt es auch keinen Richter. Das ist eigentlich das Prinzip. Und das finde ich eigentlich schade. Ja, da sitzen manche dann den ganzen Tag und haben nichts zu tun und zeigen dann andere Kollegen an. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Statt sich wirklich mal zu melden, und es gibt ja heute in Amerika auf jedem Kongress immer eine Session nur zum Marketing. Wie arbeite ich mit meinem Instagram-Profil? Was mache ich auf der Webseite? Und das ist unglaublich im Vergleich zu dem, was wir hier bieten. Also da sind wir doch dem Ganzen noch etwas hinterher. Aber ich denke, es ist eine Frage der Zeit. Das ist ganz interessant. Es wurde jetzt vor einigen Monaten ein Kollege von mir als Chefarzt Kardiologie ins Kantonsspital Graubünden gewählt. Und als die Zeitung über ihn berichtet hat, haben sie ganz erstaunt festgestellt, es ist ein Arzt, der Social Media aktiv ist. Und das wurde wirklich als eine der Headlines genannt, als ein exzellenter Kardiologe, muss man schon sagen. Ja, aber das wurde fast in den Vordergrund gestellt. Social Media Medizin, beißt sich das nicht? Ja, es ist immer die Frage, was ich auf Social Media dann präsentiere. Ich mag es nicht, wenn dann irgendwie zu viel aus dem privaten Umfeld gepostet wird oder wenn es dann wirklich nicht mehr stimmt. Aber ich finde es gut, heute Aufklärungsarbeit auch auf diesem Wege zu leisten. Und auf der anderen Seite hinterfragen das ja die Kunden und Kundinnen, die wollen diese Informationen. Und die wissen auch irgendwie, wie sie da dran kommen. Und wenn das der Arzt eben nicht macht, dann hat er eben auch wirklich schlechtere Karten damit. Bei Ihnen ist etwas ganz Außergewöhnliches, finde ich. Ich meine, dass viele ästhetische Chirurgen Promis operieren, das gehört zum guten Ton. Die erscheinen in Zeitschriften etc., ist kein Thema. Aber Sie machen das ganz anders. Sie lassen sich ja teilweise auch selbst operieren oder zumindest invasive Eingriffe über sich ergehen und stehen auch dazu. Wie ist das gekommen? Wie kommt das in der Gesellschaft an? Ein Arzt, der selbst sein bester Werbeträger ist. Na gut, ich halte immer viel davon, wenn ich ein authentisches Feedback von meinem Gegenüber bekomme. Und das kann man nur, wenn man Dinge auch ausprobiert. Und das mache ich seit vielen, vielen Jahren schon. Eben, man muss natürlich auch, ich sage auch, wovor ich Ängste habe. Und das hören die Leute auch gerne. Das hilft doch oft weiter, irgendwie eine eigene Entscheidung zu treffen. Und wenn ich sagen kann, okay, das tut jetzt weh, das geht aber 30 Sekunden und dann ist es gut, dann ist das wichtig für die Behandlung, als wenn ich da stehe und sage, ja, da müssen Sie jetzt durch. Und ich habe vieles ausprobiert, auch für die Zukunft schon Sachen probiert, die hier noch nicht so marktreif sind, ganz klar nicht. Also zum Beispiel Hormontherapien. Und ich glaube, das gehört heute mit dazu, dass man auch wirklich real und authentisch rüberkommt gegenüber dem Kunden. Das ist also nicht das Phänomen des kettenrauchenden Gefäßchirurgen, oder? oder des Lungenspezialisten. Das geht gar nicht. Aber etwas finde ich noch interessant. Sie sind ja ein sehr renommierter ästhetischer Chirurge und ich meine, wer kann Ihnen das Wasser reichen? Wenn Sie sich jetzt operieren lassen, was sind Ihre Kriterien, Ihren ästhetischen Chirurgen auszusuchen?
Ja gut, es ist natürlich, es braucht eine Vertrauensbasis, wie bei jedem Arzt, Patienten oder bei Arzt-Kundenkontakt. Und man sieht natürlich auch teilweise, wie die Leute arbeiten. Und es gibt, ich entscheide dann manchmal auch eben, das ist mir zu viel oder da macht jemand zu wenig oder ich mag die Technik nicht. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eben seit einem Jahr in-house auch viel zu machen, weil ich da zwei sehr gute Kollegen habe. Und es braucht am Ende ist das Bauchgefühl, ja. Das ist, das muss, das Paket muss stimmen. Ja. Dann sage ich da ja oder ich sage nein. Ein super spannendes Gespräch über eines der kontrovers diskutierten Gebiete der heutigen Medizin, die plastisch-ästhetische Chirurgie. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen herzlichen Dank beim Gründer und CEO des Prevention Center Zürich und Zug, Dr. Christian Köhler. Vielen herzlichen Dank. Ich danke ganz herzlich und ich gehe jetzt meinen Muskelkater auskurieren. Machen Sie das. Meine Damen und Herren, das war The Voice of Medicine. Wir hören uns wieder in 2 Wochen wieder mit einem super, super spannenden Gast. Schalten Sie sich ein, wenn es heißt, was macht die Medizin innovativ? Was gibt es Neues zu berichten bei The Voice of Medicine? The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions.